15 sind wir jetzt gefahren, meine lieben Freunde. Und ich glaube, jetzt werden wir langsamer. Könnte sein, dass wir endlich den ersten Spot erreicht haben und die Angeln gehen rein. So, die ersten Makrelen kommen an Bord, auf dem Beifänger, auf dem Biggie, im Mittelwasser. Da zappeln die Makrelen, da zappeln die Makrelen, schöne Fische, ne? Freunde, wir sind schon voll dabei. Fast alle haben jetzt, glaube ich, schon gefangen oder alle, kann man nicht genau sehen. Allzu viele Fische sind jetzt nicht am Platz, man muss ein bisschen kämpfen. Aber gut, das funktioniert schon alles. Mal gucken, was die nächsten Spots bringen. Ich will meine Montage gleich noch mal ein bisschen umknüpfen. Dann kommen wir dann später zu. Bis jetzt sind sie immer im Mittelwasser und an der Oberfläche anzutreffen. Natürlich schön, wenn wir jetzt noch den Bleifuß kriegen. Glitschig, ne? Ich kann nicht mehr die Kurbel richtig kurbeln. Jetzt sehen wir gerade nichts. Paternoster, 5 Haken, 200 Gramm so ein schwarzes Blei und einen kleinen Beifänger. Und ich gleich nochmal neu justieren muss, sehe ich gerade. Der wurde schon kurz gedeppert. Schon richtig Bissspuren der Köder. Nochmal schnell runter. Jetzt beiseite, komm schon. Ich mache immer kurze Stopps beim Runterlassen. Es kann sein, dass die dann schon beim Ablassen beißen. Aber hier ist jetzt irgendwie gerade nichts. Tiefer. Oh, die war ein bisschen tiefer diesmal. Kurz nach Mittelwasser ungefähr. So sehen sie aus. Lecker. Hast du eine gesehen? Ja. Ja, das kann sein. Da sind sie doch. Jawohl, schöne Flattermakrele. Petrimaus. Erster Spot, Kiste füllt sich langsam. Diese Größe suchen wir, meine lieben Freunde. Sie hat gerade einen Schlag abgekriegt, kann jetzt nicht mehr aufhören mit den Nerven. Aber ja, das ist eine schöne Größe. Geile Fische, ey. Und alles auf die Heringspaternoster, ganz einfach. Hoch, runter, ihr habt es ja gesehen. Boah, Wahnsinn, göttlich. Qualleninvasion, Quallen fischen, Quallen fischen, Quallen fischen. Ja, auch den Biggie Trout gönnen sich die Makrelen liebend gerne. Schöne. Boah, Flattermakrele.
Ja, es läuft und läuft und läuft. Könnt ihr mal im Korb kaufen. Und wichtig, jeder Fisch ist bei uns abgeschlagen. Ganz tief, Grund, Digga. Ganz tief, auf dem Beifänger wieder, wa? Ja, auf dem Biggie. Was ein Fisch. Oh! Yes! Ich denke schon, was fühlt sich das so komisch mal an, Alter. Also bei mir macht das erst Korb und dann. Der ist noch dran. Hallo. Hast du das gesehen? Mit Bande, ne? Thank you.
Bank. Das habe ich auch nicht geahnt, dass das hier solche Ausmaße annimmt. Wieder rein? Ja, weiß. Ja, hier sind Fische auf jeden Fall. Wieder ein Fünfer. Makrelen sind, dann holen wir uns Möwen. Dann gibt es heute einen Braten. Ja, wa? Ja. Tatsache. Jawohl. Boah. Ein Achter! Ein Achter! Ich habe das erste Mal einen Achter geschafft. Wieder so weit, Leute. Das ist die Strömung, wa? Nein. Mhm, alles gut, ich warte noch. Hey, du hast heute. Ja. Seelachse! Schönes Ding, Maus. Ja. Jawohl, das ist eine gute. Oh, quer gehabt. Wer ist es? Oh, sind schon wieder welche dran. Ja. War das nicht genug? Jetzt. Thank you.
gezogen. Bis bald, Freunde. Bis bald. Da ist er. Der fleißige Ausnehmer. Sitzt Alex. Gentleman. Ja, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schön in der Nordsee mit dem Kutter ein paar Makrelen ziehen. Dorsch und sowas war leider nicht dabei, aber dafür eine der besten Makrelentouren, die wir bis jetzt gemacht haben. Ich kann euch die MS Möwe nur empfehlen. Versucht es mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst bitte nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Haut rein. Tschüss.